Moin, willkommen bei LZ Parts, dem Tuningzentrum der Lüdemann und Zanke Gruppe bzw. dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG hier in Kaltenkirchen. Damit ihr auch wisst, wo ihr seid, heute mal wieder in der Dialogannahme, weil jemand hat um Hilfe geschrien. Was heißt um Hilfe geschrien? Hat er nicht, er hat mir eine WhatsApp geschrieben. WhatsApp könnt ihr gerne machen, und zwar auf der Startseite von www.lzparts.de findet ihr zwei Telefonnummern. Eine ist für die Bestellung und das alles, wenn ihr natürlich dem Support schreibt, was ist mit meiner Bestellung, mit meinem Paket, kann ich nicht helfen, weil da stecke ich gar nicht mehr drin. Da habe ich keine Einsicht, kann ich auch am Wochenende oder so etwas nicht helfen. Abgesehen davon, lasst es bitte am Wochenende, weil es gibt ein Privatleben, definitiv, und ja, würde ich auch ganz gerne genießen dann. Ja, ihr seht es hier schon, Dacia Sandero 3. Eigentlich passiert bei uns mit Sandero 3 nicht viel, aber doch ein bisschen was. Und wenn es denn ernst wird, dann bin ich auch da. Okay? Also, es wird ein langes Video. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, damit man auch sieht, worum es eigentlich geht. Und ich lese es mal vor. Das ist ja die WhatsApp, die habe ich mir ausgedruckt hier. Hallo LZ Parts, ich benötige technische Unterstützung beim Einbau des Frontgrill für Dacia Jogger. Also Sandero 3 und Jogger, das ist beides das gleiche im Grunde genommen, von der Front her zumindest. Ne? Darf man aber nicht vergessen. Ich habe den Frontgrill bei euch im Online-Shop gekauft, Dankeschön dafür. Nur leider verweigert mein Dacia-Händler den Einbau. Echt? Weil ich das Teil nicht bei denen gekauft habe. Krass. Aussage Händler, Fremdteile verbauen wir nicht. Obwohl es ja ein Originalteil ist. Darauf könnt ihr aber einlassen. Das sind Originalteile, weil ich mache nicht irgendwie eine Kopie oder sonst wie irgendetwas. Es sind definitiv Originalteile. Und manchmal kommt es auch vor, dass wir diese Originalteile gar nicht bekommen, obwohl wir sie bestellt haben. Und dann kommen wir in Lieferverzug und dafür werden wir dann richtig gebeutelt, obwohl wir dafür gar nichts können. Tja, auch die Renault- und Dacia-Händler im näheren Umkreis verweigern den Einbau, was ich sehr ärgerlich finde. Also mal ganz ehrlich, das ist nicht ärgerlich, das ist hochnottraurig, aber richtig traurig. Denn ein Kunde kommt und sagt, du, ich möchte das ganz gerne haben. Fakt ist doch, jede Werkstatt kann doch im Grunde genommen, wenn hier irgendwie ein Stoßfänger beschädigt ist durch einen Unfall etc. pp., kann doch die Nase tauschen, oder täusche ich mich da? Ja, also das, ich verstehe, tue ich es gar nicht, weil da kommt ein Kunde und sagt, mach mir das doch bitte fertig. Das ist wie wenn du zum Gärtner gehst und sagst, grab mir doch bitte draußen den Garten um, und er sagt, nö, mache ich nicht. Hast du nicht bei mir gekauft. Fahrräder, genauso. Fährst zum Fahrrad, Reparatur, und der sagt, du, das hast du nicht bei mir im Laden gekauft, fahr mal wieder weg. Hä? Oder das Auto? Hast du bei mir nicht gekauft, dann brauchst du bei mir nicht in die Werkstatt kommen. Wo sind wir denn? Naja, vielleicht wird das Händlernetz ja auch demnächst noch kleiner, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man so etwas lange überlebt. Jetzt habe ich im Internet recherchiert, das machen ja viele dann, und da heißt es, man könne den Umbau auch selbst vornehmen. Hierzu bräuchte ich aber technische Hilfe, eventuell versteckte Schrauben oder Halteklipse. Ich möchte ja nichts kaputt machen. Danke schon mal und Gruß aus Baden-Baden. Namen nennen wir hier mal nicht. Finde ich heftig. Finde ich echt heftig. Mal ernsthaft, wofür ist deine Werkstatt da, wenn nicht dafür? Ja, wenn jemand sagt, hilf mir doch bitte mal. Damit, es ist aber auch, ich helfe ja auch gerne, nur, habe ich was davon? Bin ich der Nestbeschmutzer oder sonst irgendetwas? Ich weiß das echt nicht. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Also der eine sagt, du, pass mal auf, ich möchte es bei dir gemacht haben, so wie dieser Kunde auch. Und man verweigert ihm das, und der nächste sagt, ich will das einfach nur billig haben, schnell und gut. Billig, schnell und gut. Wir bieten drei Arten von Service. Billig, schnell und gut. Wählen Sie aus folgenden Kombinationen. Gut und schnell, nee, Quatsch. Gut und billig ist nicht schnell. Gut und schnell ist nicht billig. Schnell und billig ist nicht gut. Gut, schnell und billig
ist leider nicht möglich. Ich mag dieses Schild, weil es so prägnant ist und auch so stimmt. Ich mache hier langsam und suche, weil ich auch nichts kaputt machen möchte. Denn der Frontgrill, der hier drauf ist, der ist schon getauscht. Und ich tausche jetzt wieder zurück auf das alte Logo. Das ist ein Vorführwagen von uns. Ich habe den extra hergeholt, habe gesucht und gemacht und getan. Habe gesagt, ich brauche jetzt ein Auto, ich muss das zeigen. Ja, wenn wir diesen Frontgrill verkaufen, dann muss ich auch zeigen, wie es geht. Ich zeige auch noch den Umbau beim Dacia Duster. Zeige ich auch noch. Ja, aber das geht ja um den Dacia Duster Tracks. Und da machen wir ein bisschen mehr an der Nase, nämlich eigentlich alles, was geht. Machen wir auch ein Video zu, beziehungsweise ich. Ja, und das Ganze ist, wie gesagt, das ist alles nicht günstig. Ist wirklich nicht günstig. Aber das machen wir für euch, weil dafür kauft ihr ja bei uns dann auch im Shop ein. Naja, es gibt eben halt auch die anderen, die gucken dann, wo kriegen sie dieses Teil noch günstiger als bei uns. Wir haben extra Kartons dafür besorgt, für diese Teile. Ja? Und ich habe hier noch mehr Teile. Moment, ich hole mal eins. Weil in der Dialogannahme, da sind dann auch unsere Tourenteile drin. So, das hier. Das ist der Frontgrill für den Dacia Duster. Der ist nagelneu. So wird er angeliefert. Hört ihr das Klimpern? Das ist ein Halteclip, der ist gebrochen. Du brauchst die Tüte gar nicht aufmachen. Du kannst es gleich wieder beiseite legen, weil du weißt, da drin ist irgendwas abgebrochen. Das heißt, du schickst es zurück zum Hersteller und sagst, du, pass mal auf, ist gebrochen. Wir kaufen dafür hier extra dreiwellige Kartons. Die sind wirklich richtig stabil, damit die Teile möglichst auch heile bei euch ankommen. Nun, gibt es ja eben halt auch andere Menschen, die gehen damit nicht so pfleglich um. Auch bei den Versanddienstleistern gibt es eben halt solche, die haben Montag. Jeder Tag im Leben ist ein Geschenk. Aber keiner sagt dir, wo man den Montag umtauschen kann. Funktioniert nicht. Ja? Die schmeißen dann die Pakete, weil es sind ja nicht ihre. Ich frage mich immer, wie denken die eigentlich, wenn die was bestellen? Dann wissen die ganz genau, wie das behandelt wird. Ich kann es nicht sagen. Gut, wollen nicht vom Thema abschweifen, denn die ganze Zeit, die ich jetzt hier gequatscht habe, jetzt muss ich schon wieder die Uhr aufmachen. Was ist denn hier los? Und wo ist meine Brille? Die nicht schick aussehen muss, sondern nur funktionell. 7 Minuten. Das ist ungefähr die Zeit, die wir brauchen, wenn das Auto jetzt praktisch vorne auf dem Hof steht. Dann fahren wir rum, dann fahren wir das Auto hier rein. Dann steht es ja noch nicht fertig, so wie hier auf der Bühne. Alles vorbereitet. Den Montagetisch aufgebaut, fertig gemacht, die Werkzeugkiste geholt, allen drum und dran. Das ist alles Arbeitszeit, die ich hier gerade praktisch nur mit Reden verbracht habe. Okay. Okay. Aber für das, was jetzt folgt, nämlich das explizite Zeigen, und zwar wirklich das explizite Zeigen, wie man das Ganze hier ausbaut und umbaut. Und ich habe extra einen Stepway besorgt, weil beim normalen ist es einfacher, beim Stepway ist es komplizierter. Weil wir haben ja auch hier den Schriftzug Stepway drauf. Seit neuestem gibt es den ja auch. Und der ist komplizierter. Der ist wirklich komplizierter. Zeige ich euch aber auch. Es gibt übrigens, und darauf werde ich jetzt ab und zu mal hinweisen, so unten, na, wenn ihr vor dem Bildschirm sitzt, rechts unten, da ist ein Button, wenn ihr das Bild groß macht. Das ist ein Dankeschön-Button. Wenn man da drauf klickt, kann man Dankeschön sagen. Es würde mich freuen, weil ich kann euch eins sagen, YouTuber werde ich im Leben nicht, weil darauf hätte ich gar keinen Nerv. Da müsste ich mir jeden Tag Gedanken machen, was machst du jetzt als nächstes für ein Video. Und ich kann euch so sagen, reich werde ich damit nicht. Definitiv nicht. Ja, okay. Abgesehen davon, ich bin hier angestellt. Das ist nicht mein Kanal, das ist nicht mein Auto. Aber es ist hauptsächlich meine Meinung, wenn ich über irgendetwas rede. Nur, dass das klar ist. Okay. Ich werde auch versuchen, ja, euch nahezubringen, dass die Dinge, mit denen ich arbeite, wenn ich die gut finde, dann kann ich sie ja auch weiterempfehlen, oder? Oder nicht. Also zum Beispiel
nehmen wir mal das Werkzeug, diese Radbolzennüsse, haben wir im Shop. Ich brauche hiervon die blaue. Dann nehme ich meinen Lieblingsschlagschrauber. Das wird ein richtig komplettes Werbevideo jetzt, das kann ich euch versprechen. Von HZ. Ich mag HZ. Ich habe keinen Vertrag mit HZ. Ich kriege nichts dafür, dass ich HZ wirklich gut finde. Aber ich mag auch nicht alles von HZ. So ist es nicht. Ja? So. Schlauch ziehen. Anschließen. Nuss drauf machen. Einrasten. So. Richtig. Richtige Richtung drehen. Noch sind die Finger sauber, gleich sind sie dreckig. Noch was. Mein erklärtes Ziel ist, den gesamten Betrieb hier, und das werdet ihr dementsprechend mit eurem Danke vielleicht bezahlen, weiß ich noch nicht, ist alles auf Akku umzustellen. Das heißt, keine Pressluft mehr, sondern Akku. Okay? Also egal was, Hauptsache Akku. So, es ist nämlich besser, ich nehme die Reifen runter, zwecks Montage. Warum werdet ihr dementsprechend dann aussehen? Weil das solltet ihr machen. Wenn ihr zu Hause keine Bühne habt, weil ihr das selber machen wollt, dann habt ihr keine Bühne. So, und ich nehme euch überall mit hin, damit ihr auch wirklich alles sehen könnt. Moment, guck mal, und über die Uhr kontrolliere ich dann immer, ob ich das auch schön im Bild habe. Gut, was auf dem Boden liegt, das kann nicht runterfallen, in diesem Fall ist es nämlich der Schlagschrauber. So. Ja. Gehen wir rüber zur anderen Seite, wa? Stellen mal das Ganze. Moment. Hab's ja gesagt. Mit Normfest muss ich noch reden. Weil das hier, das Ding ist total klasse. Mag ich, weil ich brauche jetzt die Lampe. Verschiedene Leuchtstufen. Finde ich richtig klasse, das Ding. Hat einen Magneten, bringen wir mal hier hin. Die Lampe ist eben halt für Inspektion oder dergleichen. Und wenn ich jetzt hier das Ganze noch aufziehe, mein Handy reinlege, dann wird es induktiv auch geladen. Finde ich klasse. Wollte ich euch bloß mal gezeigt haben. Das Teil hier ist magnetisch, ne? Das kann man abnehmen, irgendwo hinlegen, laden geht oder eben halt dagegen klappen. Und dann war es das. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Das sind so Sachen, die werde ich vielleicht noch mal irgendwann in den Shop reintun, vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht. So. Kann man hier gut reingucken. Ich versuche euch wirklich alles zu zeigen. Das wird aber nicht ganz einfach. Deswegen wird dieses Video auch so lang. Ne? So, geht das ein bisschen leiser. So, das ist besser. Dann wollen wir doch mal das Install-Toolset. Das findet ihr auch im Shop. So, ich kann das jetzt nur ein bisschen aufklappen. Da sind viele Sachen drin, die man eigentlich nicht braucht. Aber einen, den habe ich richtig lieb. Das ist der hier. Weil er ist aus Metall. Und er gibt nicht so gut nach. Und wir können mit dem hier richtig schön arbeiten. Wir müssen nämlich Stopfen ziehen. Kann man das sehen? Einmal dort, die beiden. Dann haben wir hier oben einen.
Und hier haben wir einen. Vielleicht ist es besser, ich nehme euch mal rum und stelle euch hier hin. Dann kann man es vielleicht besser sehen. Ich muss schon wieder meine Brille holen, ne? Also echt jetzt. Ein bisschen höher. Hier, da haben wir einen Stopfen und hier haben wir einen Stopfen. Und der hier ist aus Metall und gibt nicht nach. Und der ist richtig gut, weil man mit dem sehr gut hebeln kann. Wir wollen ja auch, dass diese Stopfen heil bleiben. Ja. So, dem hier auch. Und genauso wie ich es jetzt rausziehe, haben wir das gesehen? Stecke ich den wieder rein. Hat man nämlich nicht gesehen. So. Genauso baut es wieder ein. Stück für Stück. Ja. Den hier drehen wir lose. Und den Kollegen da oben. Da. Kann man sehr gut sehen, ne? Ja. Dann noch 4K. So kann man es noch besser sehen. Also hebeln. Geht, dann ist er raus. Wenn ihr nämlich sauber hebelt, bleiben diese Stopfen alle ganz. Natürlich brechen sie euch weg, wenn es draußen 5 Grad Außentemperatur sind oder so etwas. Oder nahe den Minustemperaturen, dann ist das nicht so gut. So, ein bisschen weiter weg, dann sieht man es vielleicht besser. Ich muss ab und zu die Kamera eben halt nachstellen. Kommen wir hierzu. Ich brauche langsam mal einen neuen. Ich glaube, das ist ein 20er Torx. Das heißt Schraube hier. Schraube da. Schraube hier. Und aufpassen. Weil wenn ihr wieder zusammenbaut, dann fällt euch auf einmal auf, dass ihr einmal, kann man das sehen, solch eine Schraube habt. Na, so ist besser, ne? Und diese hier. Die kleine hier, diese. Die gehört hier oben rein. Wenn ihr hier oben aber die große rein macht, dann macht ihr euch irgendwann das Gewinde hier kaputt. Das kann man natürlich auch wieder in Ordnung bringen mit dem Stopfen und das alles. Das ist nicht das Thema. Aber ihr solltet eben halt darauf achten, wenn ihr auf einmal ein anderes Gewinde dabei habt. Ups, wo gehört das jetzt hin? Das gehört da oben hin. So, dann haben wir noch 2, die hier unten drin sind. Nämlich hier. 1 und 2. Ja, nix Zeitraffer. So, jetzt stellen wir das Ganze mal so hin, richten das Ganze schön aus. Hier ist eben halt ein Haltestift und da muss ich drüber. So, jetzt habe ich hier schon alles locker. Man will es ja nicht brechen. Ja? So ein Radhaus, wenn so eine Radhausschale bricht, dann ist das richtig ärgerlich. Ja? Also nicht mit Gewalt oder sonst wie irgendetwas, sondern schaut da mal nach. Dann hängt da noch ein Schlauch dran. Klack, den habe ich jetzt ausgeklippt. Der hängt nämlich hier unten auf dieser Kerbe. Und die dürft ihr nicht vergessen nachher, diese Kerbe. Ja, weil dieser Schlauch da dran ist.
Viele sagen, dass die Klimaanlagen Überlauf. Das ist Quatsch. Das ist der Überlauf von der Batterie, wenn die platzt, die Batteriesäure ausläuft oder sonst wie irgendetwas, dass die auch direkt ablaufen kann. Na? Dann kann man dahinter schauen und dann sieht man hier Stecker. Abmachen. So, die sind schon mal locker. Hier sind zwei Halterungen an der Karosserie, da werden die aufgesteckt. Kann man ja mal machen. Stecken wir sie auf. Wie rum? So rum. Von hinten nach vorne geschoben. Das ist nicht einfach, weil ich versuche ja größtmöglich euch die Sicht nicht zu versperren. Hoffe ich zumindest, dass mir das gelungen ist. So, auf dieser Ecke, wie gesagt, sind zwei Stecker bei diesem Fahrzeug. Weil der hat wohl auch ja, Frontradar drauf, Nebelscheinwerfer, Sensorik etc. pp. Heißt, wir kommen zur anderen Seite. Und auf der anderen Seite, wen wundert's, haben wir genau das Gleiche. So, da werde ich aber diesmal nicht so nah rangehen, sondern einfach nur stopfen, stopfen, stopfen ziehen, losschrauben, ein bisschen Licht für die Sicht und dann ist es gut. Und ihr könnt es auch sehen. Blenden soll es nicht. Gutes Werkzeug erleichtert die Arbeit. Gutes Werkzeug kostet Geld. Und all diese Dinge muss man nachher auch wieder erwirtschaften. Das, was ich immer so ein bisschen doof finde, sind Leute, die dementsprechend ihre Rechnung von ihrer Werkstatt posten im Internet. Finde ich total verwerflich. Nicht in Ordnung. Ne? Aber was will man machen? Es gibt solche Leute. So. Machen wir das schon mal. Stopfen ziehen. Ist ja auf dieser Seite nichts anderes wie gerade eben. Bevor ich das mache, bevor ich jetzt hier weitermache, ich muss euch mal ganz kurz was zeigen. Und zwar hier. Seht ihr das? Das ist total sauber. Okay? Nur, dass man es gesehen hat. Wenn ich jetzt rübergehe zur anderen Seite, ich habe da schon alles lose. Das ist eine kleine Kante, wenn man rauf guckt. Aber musst du auch ganz genau hingucken. Jetzt ist nämlich schon weg. Das wird euch auch noch passieren. Abwarten. Ihr werdet sehen. Weil ab einem gewissen Punkt, kann ich euch sagen, würde ich das alleine nicht machen. So, Schrauben lösen. Die beiden hatten wir schon weg, die drei sogar. Unten zwei Stück fehlen, machen wir weg. So. Bedeutet, auch das hier müsste wieder komplett lose sein. Wenn wir hier vom Stift einfach wegziehen, fällt das Ganze schon. Und dann merkst du, es ist nicht lose. Und wenn es nicht lose ist, dann ist irgendwo noch was fest. Also dann heißt es nicht biegen, brechen, zerren, sondern nochmal nachschauen. Und genauso passiert es jeden anderen. Denn auch in einer Werkstatt arbeiten nur Menschen. Ja, und das, was uns menschlich macht, das ist doch, dass wir auch fehlerhaft sind und auch mal Fehler machen. Meine Güte, wichtig ist doch nur, dass man dazu steht. So, immer noch nicht. Kann aber fast nicht sein.
vergessen. Da. Redest du davon? Und dann zeigst du es auch noch live. So, fällt er mir schon fast raus. Ne? Also, gesehen. Und genau so müsst ihr dann auch vorgehen. Da haben wir es dann weg. Und auch hier, ja, ist noch ein Stecker. Weiß ich nicht, kann man. Na, ich zoome euch da mal ein bisschen rein. So, da unten der Stecker. Zumindest bei diesem Wagen müsst ihr abziehen und dann ist das gut. Jetzt haben wir schon mal so weit eigentlich fast alles. Zumindest was die Radhäuser betrifft. Und ihr seht es schon, was hier wirklich kompliziert wird. Und das erkläre ich euch von vornherein. Weil während ich nachher daran arbeite, werde ich nicht mehr viel reden. Wir müssen dies hier abhebeln. Hier ab hier oben ist es eigentlich geklebt. Diese Verklebung wird ungefähr bis hierhin abreißen. Das ist normal. Geht nicht anders. Und wir müssen hier den Stoßfänger ausklinken aus dem Kotflügel. Das heißt, das bleibt davor liegen und das müssen wir aber abhebeln und das wird nicht leicht. Und das macht man nachher zu zweit. Na? Weil das ist besser. Definitiv besser. So, was brauchen wir? Mehr Höhe. So, ich lasse euch hier mal stehen. Und dann fahren wir das Ganze mal hoch. Ich will euch nicht entmutigen, wenn ich solche Videos mache oder sonst wie irgendetwas, sondern ganz im Gegenteil. Ich will euch zeigen, wo liegen die Knackpunkte, worauf sollte man dann achten. Ich habe gestern erst wieder eine Diskussion gehabt bezüglich Anhängerkupplung. Das werde ich nicht zeigen, weil wir haben auch eine Verantwortung. Und in der Verantwortung ist dann praktisch auch Sachen nicht zu zeigen. So, nächstes Werkzeug. Ich kriege, wie gesagt, kein Geld von den Vera. Dieses Teil hier mag ich richtig gerne, weil den Burschen hier brauche ich jetzt. Und wenn ich den hier aufklappe, ich kann das nur immer wieder empfehlen, dann nehme ich mir den hier. Den. Und ich nehme mir jetzt die 10er Nuss. Gesehen? Weil, ich habe es nicht kontrolliert. Aber ich glaube, mein Akku ist noch einigermaßen voll. Zum Lose-Schrauben kann man einen Akkuschrauber nehmen. Der ist hier in diesem Fall von Berner. Das ist unser Werkstattausrüster. Darf man ja auch erwähnen. Hat auch viele tolle Sachen. Nicht alles finde ich gut. Aber einiges finde ich richtig gut. So, da sind 3 Schrauben. Die müssen raus. 1. 2 und Nummer 3. Das reicht. Dann haben wir hier unten schon mal alles gelöst und brauchen dann nicht wieder ran. Was brauchen wir? Etwas mehr Tiefe. Wie man sieht, werden Autos bei uns äußerst sanft behandelt.
Auch beim Herunterlassen von der Bühne geht das fürchterlich langsam vonstatten. Spaß ist so, wie es ist. Huhu. Ganz so weit runterlassen darf ich nicht. So, dann stellen wir mal das Ganze wieder so ein, dass das besser passt. Hoffe ich zumindest. Und mach mal die Motorhaube auf. Sag mal, Stolperfalle. Deswegen will ich auf Akku umsteigen, damit man nicht mehr über den Luftschlauch stolpert. So. Was haben wir hier oben? Hier oben haben wir... Na, bleib mal da. Das Werkzeug hatte ich gerade eben gezeigt. Diese Schraube hier und das Gegenpendant hier können wir drin lassen. Können wir später aufschrauben. Jetzt nehme ich praktisch von meinem Akkuschrauber die Zehnernuss wieder runter, damit ich sie nachher auch wiederfinde. Mach das auf. Drück den da rein. Gleich gibt es Mittag. Bin schon wieder unterzuckert. So. Das müsste er sein, oder? Nee. Das ist die große Variante. Das ist 30er Torx. Ich weiß gar nicht, warum wir hier 30er. Ist das die? Jo. Und dann drehen wir hier oben mal die raus. Dann sieht man das schon, dass das Ganze lose ist. Ja, gleich gibt es einen kleinen Cut, schätze ich mal, weil ich nämlich noch ein, ja, ab dem Punkt kann ich es nicht mehr alleine machen. Aber es wird, jetzt kommen wir in den kritischen Bereich, den ich euch zeigen muss. So. Wir brauchen wieder etwas mehr Höhe. Denn ich versuche euch das mal von innen zu zeigen. Das ist nicht ganz einfach. Machen wir mal Licht im Boden an. Nee, Quatsch, im Boden. Da, so. Und strahle das von ein bisschen von unten nach oben. Kamera, ist die tief genug? Kriegen wir das hin? Sieht ganz positiv aus. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. So, kabel ich mal hier drunter und versuche euch mal einzustellen. Dahin. Jetzt könnt ihr nämlich mal hinter den Stoßfänger, der montiert ist, gucken. So, dann brauche ich die Taschenlampe wieder, damit wir da ein bisschen Licht hinkriegen. Na, das ist ein... So, nicht zu hell, gut zu erkennen. Ich muss mal kurz den Stopfenzieher holen. Und deswegen mag ich ihn auch so gerne. Den habe ich euch ja gerade eben gezeigt aus dem Install-Toolset. Dieses Clip-System hier ist eingeklippt. Hier liegt ein Stift vor. Kann man das sehen? Genauso, ich nehme mal lieber den hier. Da liegt ein Stift
und der liegt hier in diesem Clip drin. Und da müsst ihr raus. Das heißt, ich gehe von hier dazwischen und hebel den Clip ein bisschen runter. Ja, und auf der anderen Seite werde ich euch das noch zeigen. Machen wir hier. Ich mache es hier mal von außen, weil die andere Seite ist nachher besser dafür. Dann bringe ich euch wieder auf Höhe. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, worum es geht. Ich zeige es nachher, wie gesagt, nochmal. So, ein bisschen weiter weg. So. Er steckt immer noch drin, er gibt aber langsam nach. Und es kommen noch zwei Lieblingskollegen von mir, die jetzt öfters zum Einsatz kommen. Die findet ihr auch, ihr kennt das, im Shop von HZ. Na, richtig gutes Werkzeug, ich arbeite sehr gerne damit. So, da sind wir ordentlich dazwischen. Und dann muss ich, dafür sollen die Teile natürlich auch ordentlich sauber sein, hier mal zwischen. Und da muss man echt aufpassen, sonst beschädigt man den Lack. Und das wollen wir nicht. So, da haben wir schon das eine angelöst. Überall, wo ich mit den Händen hinterkomme, ist es besser für das Material. Schlechter für die Hände, weil in letzter Zeit mache ich sehr viel auf diesem Wege. Und auf der anderen Seite zeige ich es, wie gesagt, komplett von innen und nicht von außen. Geht auch hier jetzt mit der Kröpfung, kann ich hier oben hinter sehr gut hebeln bis oben hinter den Stoßfänger. Geht das? Ja, so dass ich ihn auf der gesamten Leiste lösen kann. So. Zwei Clips sind hier. Eins. Zwei. Also ungefähr auf dieser Höhe und auf dieser Höhe. Hier vorne sind 1, 2, 3, 4. So, und ganz oben, ich lege den hier unten jetzt ein bisschen davor, dass er sich abstützt, dass er mir nicht gleich wieder einklippt. Jetzt lasse ich das Auto mal ein bisschen runter. Und das ist jetzt echt so ein bisschen doof, weil das bei Stepway wirklich so ist. Und davor scheuen sich auch die meisten Händler. Deswegen will ich die nicht nur verurteilen, wenn die sagen, das machen wir nicht. Ja? Denn ab dieser Stelle hier oben ist er geklebt. So, ich werde jetzt hier nur ein bisschen hintergreifen. Wie gesagt, auf der anderen Seite werde ich es euch von innen zeigen. Und ein bisschen zusammendrücken, dann klippt er aus. Den nächsten nehme ich den noch mit. So. Und jetzt kommt hier oben der Kleber ein bisschen ab. Der war vorher bis hierhin geklebt. Ja? Also man hat es aber nicht gesehen, dass sie diese Klebung gelöst hat oder so etwas. Von daher alles gut. Jetzt, weil die Werkzeugkiste gerade hier steht, werde ich mal einen Helfer ziehen und den hier zwischenlegen. Weil wir müssen ja hier den Stoßfänger aus dem Kotflügel aushaken. Moment, ich stelle die Kamera ein bisschen um, dann kann man es besser sehen. Ja? Also. Der macht nichts, da passiert nichts. Der Lack, der kann das auch ab.
Ja, es ist ja nicht so, dass die Autos nur noch gestreichelt werden müssen. Die müssen ja auch was abkönnen. Und die können auch was ab. Jetzt muss ich aber auf der anderen Seite hier innen drin ein Stückchen runter. Denn das, was wir bei Dacia Duster mit einem Stopfen haben, haben wir hier mit einer Schraube. Und das ist mal so richtig doof. Warum, sage ich euch auch. Ich nehme wieder den hier und ich nehme hier die 7er Nuss, die kleine Knarre und nochmal den Adapter. Adapter auf die kleine Knarre und die Nuss drauf. So rum ist fest. Umlegen. Lose. Eine 7er da oben drauf. Natürlich hält das gut. Na, gar nicht schlecht, aber warum ein 7er Kopf? Jeder hat 6er und 8er und 10er, aber eine 7er? Okay, ihr wisst zumindest, dass ein 7er Kopf, dass nur diese Schraube sein kann. Und wenn nur diese Schraube übrig bleibt, dann wisst ihr auch, was ihr vergessen habt. Also hier können wir den Stoßfänger jetzt rausdrücken. Und nochmal, ich mache das nicht alleine. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ich nehme mal die Lampe mit. Und da habe ich euch ja versprochen, zeige ich euch das von innen. Wie gesagt, wir zeigen alles. Komplett alles. Und das dauert eben halt dann seine Zeit. So, dann wollen wir mal schauen, dass ich hier wieder ein bisschen Höhe bekomme. Nicht zu hoch, muss ich die Arme wieder hochreißen, dann rutscht das Hemd aus der Hose. So, Licht, gleich Sicht. So, dann stelle ich euch mal hier so hin. Geht das? Ich hoffe doch sehr. Und so, hier unten ist der erste Clip. Zweiter Clip. 7er Schraube kann man nicht ganz sehen. Müsst ihr noch ein Stückchen zurück. Muss ich euch ein Stückchen hoch machen. Das ist nicht einfach einzustellen hier, während man sozusagen filmt. Und ich will mir das Handy auch nicht kaputt machen. Aber das sollten wir gut hinbekommen. Jetzt besser. Also, erster Clip, zweiter Clip, dritter Clip, Schraube hier ist raus, das ist gut, die Schraube hier oben in der Mitte, naja, die könnt ihr jetzt nicht sehen, ich stelle es jetzt aber auch nicht um, da könnt ihr jetzt nicht bei. Gut, dann holen wir mal wieder den Stopfenzieher und wo ist der andere Kollege? Gerade nicht greifbar. Den Helfer. Gut. Also, den packe ich ja gleich nach außen. Auf der anderen Seite habe ich den ja auch schon gehabt. So, und dann fangen wir mal an. Kann man sehen? Hier unten die Ecke. Ja. Die Uhr reagiert manchmal ein bisschen verzögert. So, ich mache das gleiche wieder mit dem hier. Ich gehe von außen erstmal bei und hebe den ein Stückchen ab, weil ich habe den ja schon ausgeklippt hier. So. Kommen dann mit der Hand dazwischen und dann
muss ich schauen und arbeite mal blind, weitestgehend. Wenn man das kennt, weiß man das auch. Das ist sicherlich auch ein Vorteil, dass ich das vorher schon mal lose hatte. Ja? Und jetzt der allerletzte, dann kommen wir hier in den geköpften Bereich und können hier noch hinter. Mit links ist das natürlich mal wieder so eine Sache. Geht aber auch. So. Den Helfer. Den tun wir jetzt dazwischen. Und dann war es das. Dann kann ich die Kamera wieder rausholen. Ja. So. Dann seht ihr es auch hier. Da haben wir wieder ein. Und ihr seht auch hier, die Klebung muss nicht ganz abreißen. Aber wir brauchen diese Luft eben halt, um den Stoßfänger auszuhebeln. Und man muss auch verdammt nochmal aufpassen, dass man hier keine Kratzer reinmacht. Ne? Das wird dann aber beim Ansetzen nachher auch wieder so ein bisschen komplizierter. So, jetzt lasse ich euch wieder ein Stückchen runter. Dann sehe ich mal zu, dass ich Hilfe hole und auch Hilfe bekomme. Ich glaube, da hole ich Marvin aus der Werkstatt. Einer unserer Monteure. So, das sollte eine angenehme Arbeitshöhe sein. Das passt. Und dann nehmen wir den zu zweit ab. Und welche Ecke nehmen wir hier, um das explizit zu zeigen? Das ist echt. Machen wir mal hier. Fakt ist ja auch, dass wenn wir das jetzt vergeigen, das ganze Ding neu machen. Ne? Das heißt, dann gibt es einen neuen Stoßfänger, der muss lackiert werden und so weiter und so fort. Nein, ganz so schlimm wird es nicht. Aber hier können wir jetzt arbeiten. Ich kann das ja gerne alleine versuchen, aber ich würde es lassen. Na, muss man aufpassen. Gut, hier mache ich mal den Cut, weil dann hole ich mir jetzt Hilfe und dann geht das gleich weiter. Das sind jetzt gute 50 Minuten. Nur, dass ihr es wisst. Vielen Dank fürs Folgen bis hierher. Hier kommt der Schnitt. So, da bin ich wieder. Ich habe Marvin jetzt nicht dabei, weil der muss was anderes in der Werkstatt machen. Also habe ich mir gesagt, habe gerade eben noch meinen Mittagessen gegessen. Das kam nämlich während der Aufnahme, war ein bisschen kalt. Normalerweise bestelle ich mir immer Salat. Diesmal war es warm. Okay, geht nicht anders. Ich mache das doch mal alleine, weil es muss alleine gehen. Geht manchmal eben halt nicht anders als alleine. Und wenn ich schon so gut vorbereitet bin mit einem Montagetisch und allem drum und dran, warum nicht ausprobieren? So, ich habe gerade eben gesehen, ich habe auf der anderen Seite die Lampe noch angelassen. Sollte man mal vielleicht wieder abziehen. Ach ja. Also sie hat immer noch 3 Punkte. Das heißt, die hält auch ein bisschen länger durch. Gut. So. Und dann hoffe ich mal, genauso wie bei Dacia Duster, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach außen und dann geht er schon raus und wir ziehen ihn dann gleich ein bisschen weg hiervon, damit wir uns diese Kante hier nicht kaputt machen. Ja, dann gehe ich mal rüber auf die andere Seite. Habt ihr ja jetzt gesehen,
Und ihr seht auch, dass die so geformt sind, dass die eingleiten können. Ja? Den lasse ich dann noch stecken. Denn eventuell seid ihr nachher auch alleine zu Hause. Dann muss das eben halt auch so funktionieren. So. Ha! Und siehe da, was fehlt hier? Da fehlt, richtig, die 7er Mutter. Merkt man sofort, weil da bewegt sich dann kein Stück. Na, fürs Aushebeln von diesen Teilen ist es aber besser, sie drauf zu lassen, damit der Stoßfänger nicht mitgeht. Okay. So oder so. Machen wir mal lieber so. Das heißt, ich stelle euch noch ein bisschen höher. Könnt ihr das besser sehen, dass man alles mitbekommt hier. Das entspannen wir dann auch gleich, legen den da oben hin. So. Und dann haben wir es doch. Hier entspannen wir auch, legen ihn auch da oben hin. Hui, jetzt wird spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich euch am besten hinstellen kann, damit ihr das auch am besten seht. Weil dann wird nämlich gleich die Frage beantwortet, kann man das nicht einfach von außen abbauen? Nein, kann man nicht. So ein bisschen größer, noch ein bisschen ausrichten, so sieht das gut aus. Okay, ihr erinnert euch, ich habe vorhin gesagt, diese beiden Schrauben hier oben, die sitzen hier in diesen beiden Ecken, die nehme ich jetzt raus. Wenn ich denn meinen Schraubendreher gefunden habe und der liegt bestimmt noch da hinten auf der Bühne. Ja. Aber die Pause war nicht zu lang. Arbeitsabläufe sind noch im Kopf. Das heißt, diese Schraube lösen wir. Das geht ja noch von außen. Diese Schraube hier lösen wir auch. Geht auch von außen. Sieht man dann auch. So, die, wo ich nicht dran komme, das ist zum einen diese hier, wobei die sind nicht ganz so wichtig. Ich nehme sie aber erstmal ab. Denn das sind die, ja, früher waren das Luftleitbleche, jetzt sind das Leitkanäle. Jetzt brauche ich mal, ich habe es ja vorhin gezeigt, damit haben wir schon gearbeitet. Jetzt brauche ich aber den davon. Der ist dafür nämlich ganz praktisch, indem ich
hier einhake, kann ich euch dann noch näher rankriegen. Bin ja bemüht, ne? Bin ja wirklich bemüht, dass ihr das so dicht wie nur möglich bekommt. Das ist aber auch mit dem Stativ hier nicht ganz einfach. Ich versuch's aber mal. Hallo. So. Und na, kriegen wir das noch hin. So. Wo kann ich das am besten sehen? Da kann ich das überall am besten sehen. Und dann muss ich wieder rauszoomen auf 1 und so geht es dann besser. So, nicht nur sagen, auch machen, ne? Hier haben wir genauso Klammern und zwar nehme ich hier den und gehe hier rein, stecke den ein bisschen über, wobei ich hier am besten anfange, das abzuziehen, andersrum. Genau, so wie so ein Löffel unten in die Ecke reinlegen, rüberwinkeln, ein bisschen drücken dabei, passiert nichts. Dafür ist der hier ideal, denn auch hier soll ja nichts brechen. So, dann ist es ab. Dann legen wir das mal beiseite. Denn soeben gerade ist die Sicht frei geworden auf eine Schraube, die sich hier befindet. Kann man das sehen? Ein bisschen runter. Genau da. Und da kommt ihr... ja, vielleicht noch dran von oben, aber wo ihr garantiert nicht dran kommt, ist diese hier. Und diese hier. So, damit sind dann die Schrauben gelöst, um den Grill dementsprechend zu lösen. Und dafür brauche ich wieder, den anderen Lösehebel, wo ich jetzt da ist. Denn es ist im Grunde genommen nach dem gleichen Prinzip wie auch bei den Stoßfänger das Clip-System. Ich gehe hier rein, hebel den ein bisschen und winkel den ganz vorsichtig raus. Ja, also man muss da keine Gewalt anwenden oder so etwas, weil das ist doof. Wenn man Gewalt anwendet, dann wird das Murks. Arbeite ich mir zwar ein bisschen über die Hände, aber ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Stellt sich die Frage, warum man nicht raus will. Dann fangen wir hier mal an. Oh, siehst du wohl, und da war er komplett weg. Von daher immer was Schönes, richtig Ordentliches, Weiches drunter liegen haben. Ich hoffe, man hat das gesehen, wenn ich jetzt mit dem ab und zu mal davor komme, kann man noch ganz gut sehen. So,
Gut. Dann nehme ich ihn mal raus. Und dann habe ich ihn auch schon wieder in der Hand. Und es ist nichts beschädigt. Tauschen das Ganze gegen den Kollegen, der ja auch raufgehört. Na, bei dem sind ja auch alle Angaben mit drauf. So. Dazu kommen wir aber hoffentlich später, wenn ich es nicht vergesse. So. Wie gehe ich vor? Es liegt ja. Alles, was liegt, das kann immer wieder runterfallen. Also fange ich doch in der Ecke hier an und setze das mal an. Der sitzt schon. Die Kollegen hier wollen auch rein. Das geht gut. Und ich kann als Hilfe die Schraube hier ganz leicht ansetzen. Das ist nur zur Unterstützung. Und auch fürs Ausrichten ist es, glaube ich, ganz gut. So, 2-3 Züge, reicht vollkommen. Dann nehmen wir die andere. Die sind markiert. Die haben hier so einen gelben Punkt drauf. Und hier ist auch ein gelber Punkt. Dann machen wir es richtig und bringen auf die andere Seite auch die Schraube mit einem gelben Punkt. Ups. Kann ich das schieben? Ja, Mensch, warum hat er das nicht gleich gemacht? So. Diese Punktierungen, die hier überall sind, die seht ihr an unwahrscheinlich vielen Stellen, zeigen, ob jemand dran rumgebaut hat oder nicht. Das sind Markierungen. So, jetzt gucken wir noch mal nach, ob wir hier auch alles ordentlich reinkriegen, alles ordentlich sitzt. Da hat noch einer Klick gemacht. So, schön sauber, alles gut. Richtig festmachen, passt dann auch. Fest. Und das alles per Hand. Nehmt dafür keinen Akkuschrauber, weil fest ist fest. Schraube vergessen ist doof, weil ihr kommt dann nachher nicht mehr ran. Na, also auch hier die Schraube wieder raufsetzen. Dann setzen wir die Luftleitbleche. Ich bleibe dabei, für mich sind es Bleche, ich bin damit groß geworden. Kann man sehen, ne? Das kann man nicht verdrehen, das geht nur in einer Richtung drauf, das hält nur in einer Richtung und dann ist es gut. Aber nicht vergessen, es soll überall Klick machen. Der Grilltausch selbst, total easy. Na, wenn der Stoßfänger ab ist. Und beim Stepway ist das eben halt komplizierter als beim normalen. Beim Jogger ist es nicht anders. Von daher
Ja, hoffe ich, dass man das gut erkennen konnte. Denn jetzt muss ich das Ganze wieder aufbauen. Und ich hoffe, das gelingt mir alleine genauso gut. Na, so, da bin ich wieder. Entschuldigung, wenn das etwas verwirrend war. Da haben wir es wieder. Das wird spannend. Das habe ich nämlich noch nicht alleine gemacht. Premiere. Na, wenn ich es versaue, dann müssen wir nochmal. Muss ich auch dafür gerade stehen nachher. So ist es dann halt, ne? So, das Auto können wir durchaus noch ein bisschen runterlassen, ohne dass er irgendwo aufsetzt, hoffentlich. Sollte reichen, dass ich den fast drunter fahren kann. Ich habe es hier natürlich einfach. Da stößt er irgendwo gegen. Also ein bisschen mehr an Höhe. Wenn man so eine Bühne hat, dann kann man sie auch nutzen, ne? So. Wo fahre ich jetzt gegen? Okay. So. Jetzt setze ich natürlich wieder die Keile. Auf Spannung. Ich will die Spannung eben halt nicht so lang wie nur möglich haben, sondern eher so kurz wie nur möglich. Okay. Und dann wollen wir mal schauen, ne? Da verhakt er sich schon. Richtig aufpassen. Das hier sieht gut aus. Upsala. So. Doch der Punkt gekommen, wo man nicht mehr alleine macht. Aber ihr könnt oben die Schrauben hier, wenn ihr da mit dem Grill rüber geht, auf die Ecke, könnt ihr besser arbeiten. Liegt gut davor. Aufpassen, dass man hier oben, ich werde es gleich mal auf der anderen Seite zeigen, die Nasen drüber laufen, weil wenn sie das nicht tun, dann ist Essig. Und hier läuft nämlich das Teil schon drunter. Und das kann ich euch jetzt mal ganz genau zeigen, weil das so ein typischer Fehler ist, der gemacht werden kann. Und dann fängt man an zu drücken. Und dann wird das Ganze nichts. Nee, mit der wird das nichts. Also. Wo ist er? Da. Das ist der Stoßfänger. Wenn ich den jetzt hier wegdrücke, seht ihr das, dass er hier drunter läuft und dann dort gegenschlägt. So. Mit Kamera in der Hand. So, da oben gehört er hin. Ja, dass er da richtig reinläuft. Da kann er komplett einlaufen. So, dann nehme ich euch mal wieder mit rüber.
Ich drücke hier ein bisschen gegen. Ja, ich hau aber nur auf den beweglichen Teil hier. Und das darf auch immer mal ein bisschen reingehen. Das sieht brutal aus. Ist es aber nicht. Ja? So. Und jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannen. Bedeutet, wenn ich den hier auf dieser Seite fest habe, bewegt sich ja nichts mehr. Und ich nehme die Schraube mit dem kleineren Gewinde, welche ich ja vorhin gezeigt habe, setze die hier an und bringe die als allererstes mit ordentlich Gegendruck wieder auf. So. Sieht gut aus. Da bin ich ja fast stolz auf mich. So. Wie gesagt, auf der anderen Seite wollte ich euch das genauer zeigen, wenn ich das kann. So. Na. Diese beiden Führungsnasen, diese, kann man das sehen, und diese, die beiden, die müssen hier oben einlaufen. Laufen sie drunter, ist das Essig. Richtig doof. Warum will er nicht? Irgendwas sitzt noch nicht richtig, irgendwas will noch nicht richtig, irgendwas hakt. Ich weiß aber noch nicht, was. Auf jeden Fall scheint das Ganze hier extrem gut und passgenau zu sein. Läuft das unten irgendwo drüber? Nein. Auch nicht. So, jetzt muss ich aufpassen. Da richtig, hier richtig. Lieber nochmal nachgucken, das was ich sagte, hat man hier gerade eben gesehen, da klickerten sie runter. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, kann man. Und die muss ich nach oben kriegen. So. Laufen alle sauber ein und hier, wenn ich hier zu viel rumrödel, dann kriege ich hier Lackprobleme, habe ich aber nicht. So. So, woran liegt es jetzt hier? An dem kleinen blauen. Jawohl. Da war er. Gesehen, wieder raus, wieder rein. Das geht unwahrscheinlich schnell, wenn man hier nicht aufpasst auf diesen Ecken. Und selbst mir, wie ihr gerade eben gesehen habt, kann so etwas passieren. Sauberen, ordentlichen Sitz drauf achten. Es ist, wie gesagt, jetzt hier das zweite Mal. Ja, also nicht das erste Mal, das zweite Mal, dass das Ganze montiert wird oder gewechselt wird. Und auch hier nehme ich die Schraube mit dem kleinen Gewinde zuerst und bringe ein bisschen Entlastung rein, weil es ja vorher alles so ein bisschen auf Spannung gelegen hat.
Macht das fest, dann ist das gut. Und auch die Linie sieht immer noch gut aus. Also da muss man wirklich richtig, richtig dicht rangehen, um zu sehen, dass da mal was gemacht wurde. Puh. Ja. Dann kommen wir mal dazu, alles wieder zusammenzubauen. Ist ja recht einfach dann, ne? Die beiden Schrauben, die wir vorher drin gelassen hatten beim Abbauen, werden jetzt erst gesetzt. Das ist nichts Schlimmes, weil dann ist das ganze System bzw. an der Front etwas flexibler. Und das schadet ja nichts, ne? Bedeutet, wir setzen diese hier. Und dann sieht man auch, dass alles schön sauber passt. Weil ich brauche hier nicht biegen, brechen, sonst wie irgendetwas. Eins der umfangreichsten Videos mal wieder, nach langer, langer Zeit. Bedeutet das, wenn ich jetzt die Schrauben ansetze, sollte ich hier auch ein bisschen drücken. Ne? Ihr seht das, dann geht alles so ein bisschen mit. Hier seht ihr auch den Aufkleber, der noch drauf ist. Das gehört da ja rein. So, dann stellen wir eine Rutschkupplung ein, damit uns nichts überdreht, weil wir haben Metallgewinde. Das kann man hier natürlich mit dem Akkuschrauber machen. Geht. Das mit. Ein bisschen Spannung hier, das ist komplett normal. Ich kann noch mal versuchen, die Spannung rauszunehmen. Oh. So, die beiden Helferskeile haben wir rausgenommen. Oben soweit alles fest, alles gut. Bedeutet ja nur, auch alles richtig gemacht. Fallen lassen. Nie drücken. Drücken verursacht dementsprechend dann nur, ja, Dellen oder Beulen. So, dann fahren wir mal wieder alles hoch. Dann können wir unten auch die Schrauben wieder setzen. Und ich werde gleich etwas absichtlich vergessen. Ups, wo ist denn jetzt? Das ist ja doof. Sowas kommt dann manchmal auch vor, dass man ja, Sachen nicht in dem Moment findet, wo man sie braucht.
Ich weiß jetzt nicht, wo ich meine 10er Nuss hingelegt habe. Mit dem Adapter werde ich aber bestimmt gleich wiederfinden. Vielleicht liegt er auch oben auf der Bühne drauf. Ich bringe erstmal hier unten, damit wir wieder runterfahren können, die Schrauben an. Kann man sehen, ne? Gut. Hatte ich vorhin eigentlich weiter ausgeführt, dass ich den Anbau einer Anhängerkupplung nicht zeigen werde? Das ist ganz einfach aus dem Grund, bei einer Anhängerkupplung, wenn die abreißt oder wie auch immer, dann habt ihr ein richtiges, echtes Problem. Das heißt, der Hänger mit der Kugel, das Traggestell, wie auch immer, elektrisch, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber mechanisch, wenn man da nicht nachweisen kann, dass es fachmännisch gemacht wurde in einer Fachwerkstatt, dann gibt es ein riesengroßes Problem. In der Form, dass sicherlich die Versicherung erstmal regulieren wird, aber sie das Geld auch wiederholen wird. Okay, Radhausmontage. Und ich habe gerade eben schon gesagt, ich werde mit Absicht etwas vergessen. Die Profis unter euch wissen eigentlich jetzt schon was. Aber ihr wisst dann auch, dass es halb so wild ist. Wichtig, wenn ihr die vergesst, die 7er, dann ist das richtig doof. So, und wo habe ich die 7er liegen? Ich glaube auf der anderen Seite. Jawohl. Da liegt auch der Adapter. Jetzt habe ich ihn wieder. Das müssen wir ganz auf feststellen. Den schraube ich hier mal blind. Oder doch nicht. Wie sei die Kameraeinstellung? Hey Frank, bitte. Kannst du auch nicht bringen hier. Da oben die 7er. So. Leute wollen noch was sehen. Denkt nach. So, na fest kommt ab, also deswegen nicht zu fest ziehen. Vorne die Naht und das alles nochmal überprüfen. Ein bisschen lose. Ein bisschen lose. Und wieder fest. Auch hier kann man die Spaltmaße besser einstellen dann. Jawohl. Das war's. So. Wie gesagt, wenn man die vergisst, ist echt, das ist dann richtig ärgerlich. Weil dann könnt ihr die Radhausschale nämlich wieder rausnehmen. Und die Radhausschale setze ich jetzt wieder ein. Vorher stelle ich euch richtig ein. Ja, kann man alles hoffentlich einigermaßen gut erkennen. Dann nehme ich euch noch ein Stückchen zurück. So. Komme ich immer noch in meine Werkzeugkiste. Ist ein bisschen enger hier in der Dialogannahme. So. Davor langlaufen. So. Und jetzt geht das Ganze wieder andersrum. Ich muss ja das hier wieder einbauen. Und was ich nicht vergessen darf, ist der Überlauf, der hier liegt. Das ist auch doof, wenn man den vergisst. Na? Also, schauen wir mal. Und zwar muss ich hier ein bisschen weiter rein, sodass ich das am besten von hier nach dort einfügen kann. Unten läuft er auf. Der wird unten vorgelegt. So, da sitzt er dann auch schon fast drin, oben noch nicht. Jetzt aber besser.
Okay. Wo war der Schlauch? Hier in der Ecke. Mir wieder weggesprungen. Ist aber auch ein schlüpfriges Scheißerchen. Mein lieber Mann. So. Mit der Ruhe geht das auch. Also wenn man die Ruhe hat. Könnt ihr fast austicken. Kann ich den Schlauch nicht drauf, doch. So. Aha. Unten liegt er davor. Ja. Und hier liegt er auch sauber. Das sieht gut aus. Allerbest. So. Und jetzt dieses Festschrauben der einzelnen Schrauben geht nach folgender Reihenfolge. Ihr nehmt erstmal die Kunststoffschrauben. Das sind ja hier 1, 2, 3 und 4. Warum nehmt ihr die als allererstes? Weil die am allerwenigsten Spiel haben. Ja? Also hier müsst ihr gucken, dass ihr sauber durchkommt. Dann funktioniert das nicht richtig. Muss mal gucken, woran liegt's. Dann kommt meine absolute Lieblingslampe noch zum Einsatz. Wo habe ich sie? Och Mann. Echt jetzt? Hatte die doch. Das ist aber jetzt gemein. Wollte ich euch die zeigen? Kann ich euch die gar nicht zeigen. Okay, muss ich es so versuchen. Mit der hier. Das muss etwas weiter hoch. Also lieber nochmal nachgucken, bevor man da wild drin rumstochert und eventuell die Schraube auch falsch setzt. Man kann die wirklich falsch setzen, denn schraubt ihr daneben. Das zieht auch ratzfatz durch. Deswegen ganz locker per Hand. Nochmal, wichtig. So, jetzt sollte es hier unten aber auch vorangehen. Und es tut es. Und die Schrauben müssen ziehen. Ja, tut sie. Ja, wenn sie nicht ziehen, dann reißen die sofort durch. Dann seid ihr aber auch neben dem Gewinde im reinen Kunststoff drin. So, hier unten. Gott sei Dank auch etwas Licht von unten. Das heißt, diese Schrauben als erstes setzen, weil ihr hier noch drücken und ziehen und machen und tun könnt. Gerade eben gesehen, hoffe ich. So ein bisschen schwierig, weil ich will ja nicht vor eure Kamera hüpfen. So. Dann brauchen wir die Stopfen wieder. Und die Stopfen werden jetzt kinderleicht. Das heißt, diesen setzen wir drauf und drehen ihn. Diese beiden unteren einstopfen, noch einstopfen, dann der Stopfen und zum Schluss ganz oben stopfen. Dann ist das Radhaus wieder drin. Wir können das Rad wieder ansetzen. Na, möglichst so, dass es auch passt. So Schrauben, wenn sie angesetzt sind, am besten sofort auch anziehen. Nicht vom Wagen weg, bei Rädern und Reifen. Immer sofort festziehen. Na, zickst du rum?
Andere Stufe. Richtig eingerastet. Was ist denn hier jetzt? Vorführeffekt. So, eine Seite fest. Und was habe ich vergessen? Sage ich jetzt noch nicht. Sonst springt ihr mir ja wieder ab. Ich habe gesagt, ich zeige euch das ganz. Und wenn ich sage, ich zeige euch das ganz, dann zeige ich euch das auch ganz. Da müsst ihr jetzt durch. Nochmal, ein bisschen weiter weg. So. Dann muss ich das Werkzeug holen. Das ist ja komisch, dass ich meine Lampe jetzt nicht finde. Das finde ich echt total witzig. Weil die hatte ich gerade erst wieder neu, weil eine war nämlich schon weg. Die hat sich jemand gezupft. Gut. Einmal den Pressluft. Ganz wichtig, erste Schraube, na, welche richtig? Die mit dem 7er Kopf. Mit links Schrauben. Fürchterlich. Ich mag das gar nicht. Brille auf. Schon nachher mit links, dass ich das irgendwie überziehe. Nein, falsch, alles gut. So, Rathaus. Gleiches Spielchen. Immer wieder. Schon fast zu schön, um wahr zu sein. Ne? Also, was haben wir gesagt? Wir machen als erstes die Schrauben, die am wenigsten Spiel haben. Und das sind die Kunststoffschrauben. Läuft direkt ein, dreht direkt fest. Ach, hier habe ich es auch vergessen. Das habe ich zweimal vergessen. Aber das wird einigen von euch 100% genauso passieren. Das publiziert nur keiner. Das ist dann nämlich wieder peinlich, wenn einer was vergisst. Das ist immer so genauso, dass ganz viele im Internet schreiben, dies ist besser, das ist besser. Und wenn Ihnen das dann irgendwie nach einer gewissen Zeit um die Ohren fliegt, dann schreibt das keiner mehr, weil das peinlich ist. So. Da kommt DHL und holt eure Pakete ab. Das finde ich gut. Pünktlich ist er auch. Das finde ich noch viel besser. So, nochmal, weil DHL ist ja einer der teuersten, aber auch für mich einer der besten. Und wir haben extra, wie gesagt, wenn wir solche empfindliche Ware versenden, wie zum Beispiel diesen Frontgrill in extra Kartons, die ordentlich stabil sind.
weil ihr sollt sie haben, die sollen auch heil bei euch ankommen. Und dann ist auch jedem geholfen. So. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt wieder 47 Minuten. Wir haben vorhin auch also 50, 50, 100. Ja. Ist ein bisschen Zeit, ne? Also wenn man weiß, wie es geht, dann ist es sicherlich kein Thema. Es ist hier immer noch alles schön sauber und ordentlich. Wir gehen gleich nochmal rüber, weil ich habe ja was vergessen. Und jetzt sind die Räder drauf, die Radhäuser sind zu. Ich habe meine Lampe gefunden. Hier, und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt. Die hier. Und die werde ich in den Shop bringen, weil ich die so genial finde. Ja, was habe ich vergessen? Wenn ihr jetzt einsteigt ins Auto, losfahren wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich eine Fehlermeldung kriegen. Vorausgesetzt, ihr habt eben halt so ein Fußgängerwarnsystem, wie auch immer. Irgendwie Frontradar außer Kraft. Nebelscheinwerfer funktionieren nicht. Ganz klar, wir haben vergessen, die Stecker aufzustecken. Innen drin. Wir hatten den Stoßfänger abgenommen und die Stecker innen drin haben wir vergessen, wieder aufzusetzen. Schöne Scheiße. Nein, Entschuldigung. Rathaus ist ja zu, Räder sind drauf. Das ist dann richtig doof. Von daher jetzt als Tipp, wenn euch so etwas passiert, weil das sind so diese Kleinigkeiten, die es nachher ausmacht. So, das hier ist die Serviceklappe und zwar die untere, ja, so, dann biegen wir mal den weg und den weg. Man kann hier, glaube ich, sogar noch, naja, eine Schraube reinsetzen zur Sicherung, geht auch. Dann kann man da reingucken. Und wenn ich jetzt hier meine Taschenlampe nehme, die ich, wie gesagt, so toll finde, wenn ich einmal drücke, so, das ist dann praktisch die Frontlampe, wenn ich sie aufmache und sie hat eine große und auf der anderen Seite hat sie auch noch eine. Ich nehme mal die große und dann können wir da reinleuchten. Und könnt ihr das sehen? So natürlich schwierig, ne? So. Ja, ich versuche euch da mal hinzustellen. Geht, glaube ich, besser, wenn ich euch ruhiger mache. Das ist jetzt Spielerei, okay, aber dann weiß man es. So, das heißt hier, da sind die Steckerkupplungen und hier müssen irgendwo die Stecker sein. Seht ihr? Und jetzt haben wir den nächsten Fehler. Und das kann man noch ausbessern. Die sind nämlich geklemmt. Keine Sorge, wird nichts passiert sein. Na, müssen wir mal ganz abnehmen. Nochmal, der Fehler ist mit Absicht. Ja, nicht, ich habe es ein paar Mal gesagt im Video, damit ihr auch Bescheid wisst. So, und da sind sie, die beiden. Dann machen wir die gleich wieder fest.
Und dann stecke ich die da jetzt drauf. Aber dafür kann ich die Kamera nicht da lassen, weil das funktioniert nicht. So geht es dann wirklich nicht. Man kommt mit der gesamten Hand da rein. Das ist die kleine Kupplung, das ist die obere, die große ist die untere. Und jetzt geht es natürlich irgendwie nach Gefühl. Erster ist dicht. Für die Hände ist das natürlich alles andere als gut. Die ich natürlich wieder zu spüren kriege hier. Das ist der zweite Stecker. Auch zu. So, dann kommt der da wieder rauf. Und dann sind die fertig. Okay. Und was hat er vergessen? Richtig. Andere Seite auch. Da ist der Stecker. Da ist er. Und den draufstecken. Fertig. So. Also, im Zuge einer Probefahrt von der Werkstatt müsste dies natürlich dann auffallen, wenn irgendwie irgendetwas nicht funktioniert, nicht passt, nicht ordentlich ist. Aber der Teufel ist auch ein Eichhörnchen. Manchmal passiert uns das auch, dass dann später erst festgestellt wird, woran es liegt. Und im schlimmsten Fall ist der Kunde schon ein paar hundert Kilometer weg. Da kann man ja nichts dran ändern. Dann hofft man natürlich auch auf die Hilfe einer anderen Werkstatt vor Ort. Langes Video. Muss ich jetzt schon wieder rechnen. 100 Minuten, 90 sind anderthalb, also ich sag mal anderthalb Stunden. Na, an Arbeitszeit, um den Frontgrill beim Dacia Sandero Stepway zu tauschen, beziehungsweise beim Jogger oder eben halt bei der Normalversion eine Stunde, schätze ich mal. Weil hier muss man echt richtig dolle aufpassen. Na? Ja, hoffe natürlich, dass ich euch damit weiterhelfen konnte mit diesem elendslangen Video und sage wie immer, bis denn dann.